Stampf, 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 Stampf. Ja, wo ist jetzt zu Hause? Da ist ein Spitzerberg, da ist ein Spitzerberg, da ist ein ganz großer Spitzerberg, da sind nochmal Berge und wir sind auf einem Berg. Das heißt, wo sind wir? Wir sind zwischen den beiden Gebirgsketten westlich von Falkrest. Das heißt, das da ist die nördliche Gebirgskette. Das da. Oh, was ist da unten los? Es sieht aus, als wenn Stormcloaks gegen Imperiale kämpfen. Oh oh. Super angeschlichen, Markus. Echt, im Plattenpanzer noch ein paar Steine runtertreten. Warum nicht? Dann wissen jetzt alle, dass du da bist. Auch das Hoppehäschen. Wo, wo? Komm hier nirgendwo runter. Da. Ihr habt gewonnen, ne? Das waren gar keine. Das waren gar keine Stormcloaks gegen Imperiale. Das waren Stormcloaks gegen Talmor. Irgendwie scheinen die nicht weiterzugehen. Ein Wunder, dass sie uns nicht gehört haben. Aber bei dem ganzen Geschepper, die in unsere Lawine da ausgerüstet hat. So müssen wir in Zukunft vorgehen. Wenn wir uns im Plattenpanzer einem Banditenlager anschleichen wollen, dann müssen wir vorher für einen Erdrutsch sorgen. Super Ablenkung. Ich glaube, die sind jetzt weg. Wir hören nichts mehr. Okay. Nicht, dass wir uns wirklich hätten verstecken sollen. Aber wer weiß, was die so in freier Wildbahn mit einem machen. Normalerweise sind die ja sehr zivilisiert und so. Aber wenn es keine Zeugen gibt, wer weiß, wer weiß. Und da... Tote Stormcloaks. Was habt ihr so Schönes dabei? Eine Menge Stahlpfeile. No, ein Talos-Amulett, das können wir verkaufen. Silberpfeile kommen mit. Die Stahlpfeile haben wir langsam genug, oder? Ja. Du, Silberpfeile kommen mit. Rest bleibt jetzt da. Zeig doch mal irgendwas, was wir noch hier lassen können. Ja. Wir haben nicht so wirklich viel, was wir da lassen können. Stahlschwert. Alternativ hätten wir auch eine Armbrust hier lassen können, weil wir haben ja zwei. Aber ich denke, so schnell wie die kaputt gehen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir davon zwei haben. So, Markus, orientier dich neu. Du wolltest... Das da ist die nördliche Gebirgskette? Wir gucken nach Osten. Oh. Das da ist die südliche Gebirgskette. Oh. Warum kommt die Patrouille zurück? Oder ist es Verstärkung von den Stormcloaks? Ne, das sind die wieder. Einer. Einer? Nein, wir haben keinen Platz beim Rucksack. Weg von hier. Einfach erstmal weg von hier. Und folgen wir den Wildtieren. Das ist immer ein guter Plan. Führe uns hinaus, Hoppelhase. Also eigentlich müssten wir Hoppelhäschen erst erschießen und ihm dann folgen, wenn wir unser Muster beibehalten wollen. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Über alle Berge. Was ist denn des Wortes? Und hier ist ein Turm. Hallo, Bandit. By Ysmir, you won't leave him alive. Werde ich nicht. Au. Oh, schon wieder Orks. Warum immer Orks? Victory is yours. I submit. Nö.
fast keinen Kratzer abbekommen. Und wir konnten uns einigermaßen bewegen. Also wir konnten immer noch dem schweren Hieb von der Ork-Dame hier ausweichen. Also schwere Rüstungen sind doch gar nicht so unhandlich, wie wir dachten. Oder Markus ist inzwischen stark genug, um das einigermaßen gut tragen zu können. Schön, schön. Gucken wir uns den Turm nochmal genauer an. Da sind Edelsteine und ein Beutel und eine Kiste. Gucken wir erstmal oben, ob da noch was gibt. Das Anschleichen können wir jetzt vergessen. Nach dem Gemetzel da unten. Aber wenn das so weiterläuft, müssen wir bald auch gar nicht mehr anschleichen. Von hier oben könnten wir doch mal umgucken, wo wir sind. Da ist ein kleiner Teich. Das hilft nicht wirklich. Welche Richtung ist das da? Südlich. Also dahin, zu der Gebirgskette mit den zwei Spitzen da oben. Okay. Okay. War hier drunter ein... Ah ja. Haben mich meine trüben Äuglein doch nicht getäuscht. Haben hier eine Kiste versteckt. Klick. Was haben wir da schönes? Geld. Geld ist immer gut. Dumm, 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 dumm. Ein Buch über Schlösser knacken. Das wird sich Markus vom Schlafengehen heute mal durchlesen. Aber wir sind schon einigermaßen geübt im Schlösserknacken. Aber nur bei den relativ einfachen Schlössern. Sobald da irgendwas komplizierteres oder teureres ans Schloss kommt, haben wir gar keine Chance mehr. Damit sollten wir uns in Zukunft auch beschäftigen. Wobei jetzt erstmal unser Fokus darauf liegt, dass wir mit der Rüstung umgehen können. Und Nahkampf und Bogen besser mit umgehen können. 10, 10, 10. So, was mit dir? Schaffen wir dich? In der Richtung schon mal nicht. Ah, nein. So. Jo. Kommt her, meine Schätze. Zing, 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 zing. Alles mit 110. Das ist doch schick. Und ein Korundum-Barren, den lassen wir allerdings hier, weil der ist zu schwer. Und Pilze, die wir noch nicht kennen. Ernsthaft? Die sind jetzt zu schwer? Okay. Da in dem Turm hier keine Gefahr droht, macht es sich Markus jetzt auf einem Stuhl gemütlich. Nur setzt sich einfach hier auf die Kiste. Ja. Dann guckt, wir sind immer noch satt. Durst haben wir. Dann trink doch mal dich leer. Dann noch einen Schluck hinten drauf. Okay. Und dann probieren wir jetzt mal... Das ist keine gute Idee, oder? Wir nehmen ein ganz, ganz kleines Stück von diesem Pilz. Und zerkauen ihn und gucken, was für eine Wirkung er hat. Irgendwas mit Feuer. Gut. Und dieser Pilz. Dieser Pilz ist gar nicht gut. Der ist sogar noch schlimmer als ein Fliegenpilz. Ach, boah, boah. Okay, okay, verstanden. Nicht zu viel davon auf einmal in den Mund nehmen. Ja, das spült er jetzt mit noch einem Schluck Wasser runter. Und dann war das auch erstmal genug alchemische Testereien fürs Erste. So, wir wollten jetzt in Richtung des Zweihornberges da hinten. Weil Markus der Meinung ist, das wäre Süden. Und wir wollen nach Südosten. Also Falkrest müsste irgendwo im Osten liegen. Und das Gebirge da ist die Südgrenze. Das heißt, irgendwo zwischen dem Gebirge und da müsste das sein. Oh, das sieht hier... Bandit? Das sieht hier schick aus. Oh, hier waren wir schon mal, oder? Jupp, hier waren wir. Der Sack ist leer.
heute gehe ich zu... Genau, heute gehe ich flussabwärts. Flussabwärts war was Gefährliches. Oh, da waren Baumwesen. Und allein dieser Hinweis oder diese Erinnerung rüttelt in uns wach, wo wir jetzt genau sind. Nämlich westlich von Falkrest, was wir auch schon angenommen hatten, sind sehr viele von diesen Baumwesen. Also einmal in dieser kuppelartigen Ruine, aber auch in der Wildnis laufen recht viele davon rum. Das heißt, wir sollten jetzt westlich der Hauptstraße sein. Und da ist auch schon die Sägemühle. Jo, sehr schön. Das heißt, wir jagen mal ein, zwei Mudcrabs. Hau uns mal. Nochmal. Also selbst so ein doch recht garstiger Kneifer von einem großen Mudcrab kommt nur so bedingt durch die Rüstung durch. Wenn wir jetzt auch noch unsere Handschuhe, Schuhe und Helm durch eine ordentliche schwere Rüstung ersetzen, also auch, dann sollten wir wirklich viel aushalten. Sehr schön. Einziges Problem ist dann, dass die Ausdauer knapp werden könnte. Also mein Laufen ist halt nicht ganz so gut mit der schweren Rüstung. Und auch das Kämpfen selber ist wesentlich anstrengender. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass wir Stamina-Tränke parat haben. Und vielleicht in Zukunft wieder einen Punkt in Stamina setzen. Überleben klingt irgendwie wichtiger. Ja, wobei mehr Stamina haben heißt länger überleben. Ja, müssen wir schauen. Magie könnte ein Problem werden. Ja, da brauchen wir nicht lang. Also Magie könnte ein Problem werden, weil unsere Rüstung halt nur bedingt Schutz gegen Magie liefern dürfte. Vor allem elektrischer Schaden zum Beispiel könnte problematisch werden. Aber da hat Markus keine Ahnung. Absolut keine Ahnung von solchen magischen Dingen. So, das ist die Kreuzung, die wir bereits kennen. Hier geht's Richtung Falkrest. Wenn es da Richtung Falkrest geht, wo geht's eigentlich da lang? Da geht's zurück in die Whiterun-Ebenen? Also wir sind jetzt an der Kreuzung, und zwar an der hier. Oh, die Straße führt an unserem Haus vorbei. Das heißt, wir sollten gar nicht erst Richtung Falkrest gehen, sondern wir sollten gleich hier lang laufen. Ach ja, schon praktisch so eine Karte. Wenn man denn weiß, wo man ist. Gott sei Dank kannten wir die Hauptkreuzung da schon von diverse Male lang laufen. Wir müssen jetzt nur... Was ist das? Das ist eine komische Ruine, die ziemlich nah an unserem Haus ist. Okay, das sieht sehr, sehr interessant aus. Da gehen wir gleich hin. Wir machen jetzt einen kurzen Stopp zu Hause, um die Rüstung zu wechseln. Und dann gehen wir zurück zu der Straße, die am See lang führt. Und merken uns, dass auf der linken Seite diese Ruine auf uns wartet. Oh, du bist ein Plünderer. Hallo, Plünderer. Ach, weißt du was? Dich können wir auch mal ehrenhaft bekämpfen. Ey, Plünderer, komm her. Nö. Das ist meins. Ja, mach. Wir wollen mal nicht den ersten Schlag machen. Komm. Komm schon. Okay, ich suche jetzt Edelsteine. Nöm, 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 nöm. Keine Edelsteine. Du bist ein sehr netter Plünderer. Na gut. Hat der hier was Tolles? Oh, er hat Geld. Ich klaue ihm da sein Geld. Du bist echt ein Milchtrinker. Ach, wir haben nichts von Wert, kannst du haben. Der wird niemals ein ordentlicher Bandit. Was vielleicht ganz gut ist, sonst hätten wir ihn umgebracht. Ja, okay, Markus muss auch bedenken, es sind wirklich schlechte Zeiten. Und wenn jemand über so einen Schatz, in Anführungszeichen, stolpert,
Also Leichen beladen mit Rüstung und Waffen und dergleichen. Denn es ist klar, dass er das plündern möchte, weil es halt sehr viel wert ist. Das heißt nicht, dass es gleich ein schlechter Mensch ist. So haben wir ja auch unsere... Oh, Silber. So haben wir auch unser erstes Geld verdient. Das haben wir nicht mit Fellen und Geweihen und irgendwelchen Wolfspfoten gemacht, sondern mit Leichenplündern.